What's up, guys? Welcome back to Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir sehr krass coole Dinge gemacht und zwar gefailt haben wir. Aber, ja, jetzt machen wir weiter. Keine Ahnung, was ich mit dem Aber sagen wollte. Egal, wilder Kutschenritt ist unser nächstes Level. Ich habe einen Level mit einer Feuer-Junior-Clown-Kutsche gebaut. Der ist absolut cool. Halt ein bisschen gedrückt, um harte Blöcke zu zerstören und Gegner zu rösten. Wenn du in eine Röhre willst, steige mit R aus. Von Hit MC mal wieder. Ah ja. Den kennen wir doch. Tut mir leid, falls im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Ich wohne ja halt in dieser Gegend. Gibt es halt manchmal. Ah, ich kann wieder springen, ne? Ja, auf jeden Fall, tut mir leid, falls man irgendwie im Hintergrund ein paar Störgeräusche hört. Dieses Pum-Pum. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Falls man es hört. Oh Gott, nicht in der Lava, nicht in der Lava. Da sinkt man. Das ist nicht gut. Ziel, töte alle Gegner. Das fände ich sogar eigentlich ganz cool. Aber gut, wenn wir dafür Checkpoints haben. Checkpoints bin ich ja immer besser. Oh, oh, Coin. Yes. Die 10er. So, ich will mal jetzt wieder versuchen, viele Coins zu sammeln, weil ich die bräuchte. So, und da Nintendo mit seiner 20. Folge dieses Spiel abgeschlossen hat, denke ich mal, werde ich auch circa 20 Folgen brauchen. Ja. Yeah. Also ich habe mir die Parts nicht angeschaut, ich habe nur gesehen, dass er halt das Hochland hat. So. Sicher, dass es hier nichts gibt? Okay, ich vertraue dem Spiel mal. Wie er mich anguckt. Das sollst du bereuen. Ach, das ist ein neuer Freund. Ah, schon mit der Feuerblume kann man dreimal schießen. Ja, bam. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte früher mal auf Mario Maker 3, das hatte ich so Level gebaut, da gab es immer, da gab es auch so eine Passage, also da, das war auch so ein Level mit dieser Feuerklangkutsche und da gab es dann immer wieder zwischendurch, das war auch Scrolling, glaube ich, da gab es dann zwischendurch auch diese Blöcke hier, die man kaputt schießen musste, also es gab halt wie so eine Wand immer. Und währenddessen würdest du halt von allen Seiten abgeschossen, dann musstest du irgendwie versuchen, die Wand kaputt zu machen, durchzukommen, während du nicht stirbst. Also, versuchen, also, ne? Du weißt, was ich meine? Ich kann nicht reden, ja? Ups, sorry. Ach, Mensch. Ich mache alles falsch. Let's fail. Super Mario Maker 2 Story Mode. Oh Gott, Bossfight. Let's go, boy. Let's go. Ne, natürlich nicht, kein Bock auf dich. Bam. And he's dead. Yeah. Mario Number One. Woohoo. So, und jetzt wird's fertig gebaut, habe ich gehört. Yes, 1200 Münzen, das hört sich doch gut an. Und Hauptgebäude 1, okay, fertig. Yeah. 26%. Yeah. Wait. LOL, ich kann da rein! Die haben alle eine Mission für mich. Was muss, Kleiner? Um von hier zum Ostflügel zu gelangen, bräuchten wir einen Ausrufezeichenblock, aber kannst du vor der Bauleiterin ein Geheimnis bewahren? Klar doch. Dann hör mal! Der verlorene Toad? Was? Der lila Toad, der die Ausrufezeichenblöcke anfertigt, ist noch immer nicht hier. Ich befürchte fast, die Bauleiterin hat sich mit dem Luftgaleon-Zeitplan vertan. Also, bitte such die lila Toad und bring ihn zu uns. Okay. Kann ich machen. Ich helfe doch meinen kleinen Toadies gerne. Erreicht das Ziel mit 1 Toad. Warum kann man solche Missionen nicht auch im normalen Leveln von Usern machen? Das fände ich doch cool. Könnte man so einen Toad irgendwo verstecken? Dann muss man den halt zum Ziel bringen. Ich hoffe, die sind aber nicht so nervig wie in Stickerstar, die Toads, weil sonst. Oh, ich darf nicht über Stickerstar sehen, dann rasten wieder alle aus. Tut mir leid. Ich hab nichts gesagt. Da ist er doch. Oh, wie süß. Hör, ich hab mich geduckt. Okay. Betrug. Achtung, Betrugsverdacht. Toad! No!
nein, mein Toad! Ach, hier kann ich ducken. Oh nein. Oh nein. Das waren gerade Facepalms. Oh, damn, warum bin ich nur so schlecht in diesem einfachen Game? Das macht mich sad. Toadie, komm mal her und lass dich bitte nicht treffen. Das wäre peinlich und auch sehr inkompetent. Ach, warum? Naja, egal, nicht so wichtig. Gib mir die Coins, die wären für mich wichtig. Toadie, komm her. Toadie, du bleibst gefälligst hier. Okay, warte. Gehen wir mal hier rein. Ach, ach so, ist nur Deko. Okay, wusste ich. War jetzt nur ein Trick. Ich wollte wissen, ob ihr es auch wusstet, Leute. Warte, da kann ich noch hoch. Gibt's hier irgendwas? Wir hätten hier doch einen Starcoin verstecken können, meine Güte. Ja, komm, dich riechen! Ach, come on! Mann! I do it! Nee, Luigi, du hältst die Klappe. Du bist nicht dran. Ich bin dran. Ich bin Super Mario. Das ist meine Story. Mein Story-Mode, nicht deiner. Oder deinen eigenen. Geh zu Luigi's Mansion 3 zurück. Echt, ey. Wer von euch hat eigentlich gehypt auf Luigi's Mansion 3? Also, ich bin nicht gehypt. Aber ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Und hoffe, dass es gut ist. Und ich weiß, dass ich irgendwie ein wenig negativ auf Luigi's Mansion 3 gewirkt habe vorher, aber das sollte eigentlich so gar nicht rüberkommen. Ich mag das Spiel. Also ich mag die Serie und ich hoffe, das Spiel wird gut. Boing, Toadie, alles gut mit dir? Super. LOL, was? Wie habe ich den denn gekillt? Ausgetrickst. Die Münze! Schub die Münze! Wolle, nein! Ja, was soll ich denn da machen? Nein, Toad! Toad! Ich hab ihn! Ziel! Toad, ich hab dich! Komm zurück! Wir haben den lilanen Toad gerettet! Oh yeah, Mario, nice! Yeah! Ein paar Münzen mir auch noch verdient. Und da kommt er hoch. Er spawnt einfach. Oh. Was, nur einen? Oder wie verstehe ich das jetzt? Wie cool. Das ist nice. Guten Tag. Der Lila-Tod hat Ausrufezeichenblöcke für uns angefertigt. Die Bauleiterin hatte ihn wohl tatsächlich auf die falsche Luftalehre beordert. Manchmal habe ich das Gefühl, es würde besser laufen, wenn man uns nicht die ganze Zeit von oben reinreden würde. Aber verrate bloß niemandem, dass ich es gesagt habe. Dann werde ich mich jetzt wohl weiter um den Ostflügel kümmern. Sprich mit der Bauleiterin, wenn es losgehen soll. Okay, nice. Wir müssen also die Quests machen mit denen, damit die hier weiterbauen. Alles klar. Und du? Danke, dass du mich abgeholt hast. Unglaublich, dass ich auf einer Luftalehre unserer Feinde gelandet war. Ich bin übrigens der lila Toad. Freut mich sehr. Meine handgezimmerten Ausrufezeichenblöcke sind im ganzen Königreich berühmt. Probier sie einmal aus, dann wirst du sehen, warum. Das habe ich schon, Kleiner. Was ist mit dir los? Mario, könnte ich nicht kurz sprechen? Worum geht's? Aber sag davon dann nicht. Ja, nichts der Bauleiterin. Steinschlepperei. Was ist mit denen los? Warum soll ich es ihnen nicht sagen? Die Bauleiterin muss sich wohl verrechnet haben. Es ist kein Steinquader für die Treppe mehr übrig. Und wie ich sehen kann, wird es unbedingt ein Steinquader aus der Wüste sein müssen. Könntest du mit Hilfe von Y einen herschleppen? Aber heb dir keinen Bruch, die Dinger sind schwer. Wir zählen auf dich. Ja, ich habe die Stimme von Todd etwas leichter gemacht, könnte man sagen. Damit ich nicht so ace ist. Erreicht das hier mit einem Steinquader? Was, so heißen diese Blöcke? Steinquader? Die Dinger heißen Steinquader. Oh lol. Warum kann ich mich... Ich kann mich kaum bewegen. Was zum Teufel? Wie machen die das? Ach so, ich dachte, mein Block zerbricht, wenn ich den berühre. Hä? Wie komme ich da hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, er kommt zu mir. Ja, was denn? Hä? Ich krieg doch keinen zweiten Block, oder? Ich
gehe mal nicht davon aus, dass ich einen zweiten Block bekomme. Alter, das ist so nervig. Oh, das war Glück. Okay. Vorsichtig. Also, den kann ich vertrauen, ne? Ja, den kann ich gut vertrauen. Ja, warte. Komm mal her, du. Ich will da oben die Coin. Dankeschön. So, ich weiß noch, wie ich an den rankomme. Ich mache einfach so. Aber wie machen die das, dass man dann langsam wird? Das ist nicht normal. Man ist ganz normal schnell immer. Das verwirrt mich. Wie machen die das? Vor allem hatten wir das auch mal ein paar Leveln, dass ich durch die Halbzeitflagge durchgegangen bin. Hatte ich auf einmal den Stern. Einfach so. Ich verstehe das nicht. Finde ich uncool, dass die mehr Power haben als ich hier. Ja, hast du deinen Steinquader, mein Freund. Okay. Ja, jetzt baut er hier in der Mitte wieder weiter. Okay. Reden wir mal mit ihm. Guten Tag. Oh, Mario, danke nochmal für den Steinquader. Du siehst, die Treppe ist schon fertig. Die Bauzeit ist zwar eine von den Guten, aber manchmal passiert ihr echt doofe Fehler. Oh, verrat ihr bloß nicht, dass ich es gesagt habe. Sonst sind vielleicht noch gefeuert. Ich brauche das Geld. Ich habe Kinder. Ja, ja, alles gut. Ich sag's dir nicht. Hör mal zu, Mario. Die Bauleiterin hat mir Lakitos Wolke abgenommen. Angeblich ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften. Pff, aber ich sollte wohl nicht so laut sprechen. Bevor sie noch etwas mitbekommt, flüstere ich es dir besser ins Ohr. Himmlisches Arbeiten. Ohne Lakitos Wolke komme ich nicht zum Westflügel. Aber die Bauleiterin will das einfach nicht einsehen. Könntest du mir nicht eine neue besorgen? Ich verspreche auch, ich bin ganz vorsichtig damit. Okay, guter Toad. Das machen wir natürlich gerne. Geha. Reicht das Ziel auf Lakitos Wolke? Ah, ich find's cool. Was? Oh Gott. Münzen, Münzen. Warum ist die Wolke so schnell? Was zum Teufel? Aber verschwindet nicht die Wolke nach einer Zeit? Oder haben sie das jetzt auch wieder magisch geändert? Nee. Okay, keine Ahnung. Ich da. Okay, nee. Die Münzen, die sollen mich nur ablenken. Okay. Nur ins Ziel. Münzen ignorieren, ab ins Ziel. Alter, warum bin ich so schnell? Mit der Klangkutsche bin ich ja eigentlich normalerweise viel langsamer. Was? Nein. I do it. Ich hab noch genug Zeit für die Zählermünze. Ach, come on! Das ist schwer, man darf nicht schnell sein, aber das Level ist nur 15 Sekunden lang und dann, nee, das war viel zu schnell. Ach, die Coins da, ach komm, kacke ich jetzt auf die Coins. Ich habe ein paar Coins, reicht jetzt. Weg hier. Sonst rege ich mich noch auf und ihr facepalmt euch. Und das braucht man ja nicht. Ne? Ja, auf die 21 Münzen, da kacke ich jetzt drauf. Sind nicht so viel. Achso, ich dachte, du wolltest da jetzt nicht draufspringen, sondern einfach draufspringen und dann so rüberfliegen und nicht einfach so als Plattform benutzen. Ah doch, ach doch, ist so. Okay. Okay. Hi. Hey, danke für die neue Wolke, Mario. Und glaub mir, da kann gar nichts mit passieren. Wenn ich irgendwann mal Bauleiter werde, dann kriegt jeder so eine Wolke und einen Superhammer und einen Brenner. Und sag bitte das nicht der Bauleiterin. Ich sollte eigentlich den Superhammer noch gar nicht spoilern. Ist so, ey. Da hat schon das geheime Item gespoilert. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Es ist ja geheim. Psst. Alright. So. Guten Tag. Ich würde gerne weiterbauen. Ich würde sagen, machen wir das hier weiter. Ich habe jetzt genug Geld dafür gerade. Also machen wir das. Dring. An die Arbeit. So, und jetzt heißt es wieder Münzen farmen gehen. Zweite OG. Wir brauchen Münzen. Ja, deshalb gehe ich jetzt ans Werk.
Kettengreifer-Hängepartie. Bei der Arbeit war nicht viel zu tun. Da habe ich mir ausgedacht, was man mit Kettengreifer alles anstellen kann. Wenn man ihnen zu nahe kommt, lassen sie fallen, was sie gerade geriffen haben. Probier mal aus, ob du bis zum Ende kommst. Von Grünschnabel-Zimmermann. Ah ja. Seid ihr auch so ein Grünschnabel-Zimmermann, Leute? Schreibt's mal rein. Lüll. Weiß nicht mal, welche Folge das gerade ist. Folge 5? Kann sein. Ach, das Level. Das kennen wie doch alle. Das Level ist keine Überraschung. Alright. Aber das Level ist echt cool. Oh crap. So, weiter geht's. Einfach durch. Nein, alle Lust. Schnell, schnell, greif ihn, yes. Nein! Stirb. Oh nein, was soll denn der Müll? Greif ihn, dankeschön. Okay, ich muss hier abspringen. Yes, dankeschön. Okay, was jetzt? P-Switch, runterbringen. Down, down, da, down, 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 na, 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 na. Ich hab verkackt. Yes, P-Switch zusammen geschafft. Dann, komm, den grabst du, ja, okay. Dann komm bitte rüber. Nein, schon wieder verkackt. Ah, jetzt schauen wir's. Guys! Jetzt schauen wir's. Nein! Wieso? Wieso denn? Mama, ich bin nicht okay. So, du grabst da einen, ja. Dann gehst du nach links. Und dann lässt ihn... Das ist schwer. Das finde ich persönlich schwer. Jetzt. Nein. Kacke! Ach komm, das ist doch verdammt schwer. Nein, lass ihn los! Ich glaube, ich muss ihn hier loslassen. Nein, lass ihn los. Ja, ja. Yes. Oh, gosh. Jetzt komm mal runter hier, mein Freund. Komm mal her, jetzt. So. Oh Gott, nein, die kommen runter. Hilfe, die kommen runter. Okay, okay, komm. Trau dich. Alles gut. Okay, okay. Okay, okay. Yes, wir haben es geschafft. Puh, das ist gar nicht so einfach gewesen, fand ich. Also es war cool. Also ich weiß nicht. Doch, es war eigentlich ziemlich einfach, nur gegen Ende die letzten zwei, die waren jetzt nicht... So einfach. Ich meine, die waren einfach, aber nicht so einfach. Ach, keine Ahnung. Ich bin einfach schlecht, okay? Ich brauche irgendeine Ausrede. 27%. Komm, ein Level packen wir noch, glaube ich. Feuerballregen in der Baumschule. Ja, da gehe ich hin. Ich habe mir mal Mühe gegeben und ein paar besonders hübsche Bäume gepflanzt. Irgendjemand müsste aber noch ausprobieren, ob sie tief genug in der Erde stecken. Und das geht am einfachsten, wenn man einfach auf jeden Baum klettert und dann das Ziel erreicht. Der erfahrene Zimmermann. Okay. Machen wir das mal. Vielleicht bestecken sich ja Katzen Marius. Mach einen Handstand auf allen Bäumen 12 und erreicht das Ziel. Okay. Wird vielleicht mal okay. Können wir machen. Oh, da gibt es Power-Ups. Das finde ich ganz sozial. Lalalala, lalalala. Ach, der macht nichts. Okay. Ich dachte, der blüht irgendwo hin. Oh, das sieht so schön aus. Pretty World ist einfach auch schön. Ah, so ein Schutzschild da schon, glaube ich.
Oh, Leute, ich hab einen One-Up versteckt. Bam. So, ich darf auf jeden Fall keine Bäume verpassen. Aber ich sollte keine verpasst haben bisher. Oh nein, 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 ich hab... Oh, ich dachte, der geht jetzt da rein, dann quetscht er mich tot, wenn ich dann nochmal versuche, was zu holen. Aber ich hab Glück gehabt. Anscheinend denke ich nur so. Schnell rein. Aber ich mag das Level bisher. Katzen Mario! Got Super Mario. Piau. Ach, hier ist ein Baum. Du, ich dachte erstmal kommen überall Katzenbäume. Aber nein, hier kommen überall normale Schneebäume. Cat Dive. Da war eine Starcoin, die würde ich gerne haben, wenn das okay ist. Oh Gott, bitte geht da hoch. Ja, danke schön. Dann so und dann Cat Dive nach unten und dann auf den Baum. Auf den Baum. Yes. Ein Baum fehlt mir bitte. Hier am Ziel noch einer. Yes. Yes, 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 yes. Wir haben alle Bäume. Jaho! Das war ein Kinderschlecken. Yeah. Miau. Alright. Dann, Leute, würde ich sagen, gucken wir, dass wir in der nächsten Folge auch was weiter aufbauen können. Und ja, wir werden jetzt diese Folge mit 29% auf diesem Speicher starten. Wir sehen uns, Leute. Haut rein und ciao.